So, liebe Leute, es wird auch Zeit für mich, einmal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und noch einmal über das Jahr 2014 zu reden, zu sprechen und mal die Pläne ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. 2013 war ja für mich ein doch sehr schönes Jahr. Die Abonnentenzahl hat sich stetig gesteigert. Wir sind von Anfang des Jahres, also innerhalb eines Jahres, habe ich das Zehnfache an Abonnenten, ne? Ja, was natürlich eine sehr schöne Sache ist, auch die Klickzahlen unglaublich. Aber leider, was mir halt ein bisschen fehlt, ist die Interaktion mit den Abonnenten. Ja, es mag zwar gut sein, dass man irgendwann mal sagt, oh, ich habe 450 Abonnenten oder mehr, aber das ist natürlich unbedeutend, wenn man sieht, man macht ein neues Video und es interessiert keinen. Ja, ganz ehrlich, es interessiert dann keinen. Sehr schade. Natürlich nicht meine Grundvoraussetzung, dass ich Let's Plays mache, dass ich viel Interaktion habe, aber es ist schade. Und deswegen freue ich mich schon, wenn ich aufs neue Jahr jetzt Let's Tests mache. Ja, oder Let's Done gezockt, wie ich sie nennen werde. Let's Tests ist ja schon besetzt. Indem ich dann, da ich ja sehr viele Spiele auch so spiele, so die ersten 30, 40, vielleicht eine Stunde aufnehmen werde, das dann auf meinen Kanal kommt. Und sollte sich dort rege etwas tun und die Leute sagen, ey, Vita, geiles Spiel, das würde ich gerne als Let's Play sehen. Ja, vielleicht nehme ich das dann auch auf. Vielleicht aber auch nicht. Ja, und das wäre so ein guter Plan, finde ich. Denn leider muss man zugeben, wenn ich ein LP habe, das länger wie 20 Parts ist, und das ist ja bei den meisten Let's Plays so, dann schludere ich da ein bisschen. Heißt, es ist natürlich nicht mehr so interessant vom Commentary. Aber auch die Uploads sind dann auf einmal nicht mehr so regelmäßig und das möchte ich damit ein bisschen entgegenwirken. Ne? Man merkt ja, die Leute haben da weniger Interesse an dem Spiel und vielleicht ist das dann eine gute Alternative. Und sollte wirklich jemand sehr großes Interesse an das Spiel haben oder mehrere, ne? Ja, vielleicht display ich das dann auch. Geplant werden diese letzt angezockt dann immer anfangs des Monats. Also der erste Sonntag im Monat, wenn ich auch ein Spiel dafür habe. Denke mal, ein Spiel jetzt angezockt, das wäre immer auf jeden Fall möglich. Und wenn da meine Projekte vorbei sind, wie jetzt zum Beispiel State of Decay, Metro Last Light, wenn die mal vorbei sind und ich sehe, okay, das letzte angezockt ist super angekommen, die Leute haben richtig Bock drauf, dann zocke ich das vielleicht auch als Let's Play. Ja, es werden solche Spiele sein wie Ni No Kuni, Fest 3D, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und noch vieles, vieles mehr. Und ja, ich hoffe, das wird euch gefallen, die Idee. Ist jetzt nur eine kleine Sache, aber ich denke mal, fürs neue Jahr könnte man damit reinsteigen und eventuell kommt es auch gut an. Ansonsten wünsche ich euch allen selbstverständlich ein schönes neues Jahr. Viel Freude, hoffentlich keine Vorsätze, weil die bricht man ja eh meistens. Und noch viel Spaß auf meinem Channel. Bis dann. Ciao.